meine Lieben, ich war shoppen mit meinem Freund. Jedenfalls war er natürlich auch shoppen und ich dachte mir, ich werde euch jetzt mal zeigen, was er sich so gekauft hat. Denn nicht viele Männer zeigen ja, was sie sich so kaufen. Und ich fand es eigentlich mal ganz interessant, euch zu zeigen, was so in seinem Einkaufstäschchen gelandet ist. Wir fangen an mit etwas total Untypischen für ihn. Und zwar waren wir bei New Yorker. Und da hatte ich eigentlich was für mich gesucht, kommen wir aber in meinem Video dann dazu. Das verlinke ich euch natürlich unten rein. Jedenfalls ist er da so rumgeschlendert, hat mit dem Kleinen ein bisschen gechillt und hatte somit Zeit, etwas intensiver bei den Männern zu gucken, was sonst nicht so sein Ding ist, eben wie gesagt. Und da waren wir, war er dann in der Abteilung und hat an einer Schaufensterpuppe gesehen, ein Oversize Fit Long Length Zipper-Hoodie, würde ich es jetzt mal nennen. Ich schaue mal, ob ich euch vielleicht ein Foto einblenden kann, wie er es trägt, weil gefilmt werden möchte er nicht unbedingt. Das akzeptieren wir natürlich. Jedenfalls ist das hier schon mal die Kapuze dazu. Und hier ist es an den, ist das so geschnitten, dass es so ausfransen kann, also als ob man das gar nicht genäht hätte. Das finde ich eigentlich super interessant und das macht auch diesen Hoodie aus, abgesehen davon, dass er unheimlich lang ist. Und zwar geht er wirklich, wirklich lang. Also locker das Doppelte von dem, was man sonst so hat. Ist hier unten, hier hört der Reißverschluss auch früher auf als normalerweise. Und hat auch Taschen hier an der Seite. Eben super, super lang. Auch hier hinten, also unten überall ist es halt so, wie wenn es geschnitten wäre. Das ist jetzt in der Größe M und der hat gekostet 24,95 und war echt super, super teuer. Also er hat ihn angehabt und ich dachte mir so, yes, das ist es. Dann waren wir noch, ja genau, bei H&M. Und auch das ist ein Laden, in den er normalerweise nicht gehen würde. Aber ich wollte unbedingt rein. Ich wollte, was wollte ich eigentlich bei H&M? Ach, ich wollte eigentlich was für meinen Sohn kaufen. Aber das war ein H&M am Hackischen Markt, der keine Kinderabteilung hat. Also dachte ich mir, naja gut, dann gucken wir halt mal, weil der nicht, der hat andere Mode als die anderen H&Ms. Und somit dachten wir, dann gucken wir einfach mal. Und dann hat er tatsächlich, und das ist auch wieder ein Wunder, super viele Sachen gefunden, meiner Meinung nach. Und angefangen mit diesem T-Shirt hier. An den Seiten hat es hier so eine Zipper. Oh, da seht ihr es. Hinten am Po, also unterm Po, ist diese Schrift zu sehen. An den Ärmeln hat man die Schrift hier dann auch nochmal. Ich finde es unheimlich cool, dieses T-Shirt. Und getragen sieht es einfach unfassbar gut aus. Also er steht momentan sehr auf diese sehr, sehr langen Oberteile. Und das ist auch wieder so ein langes, das heißt eben, wie nennt sich die Reihe? Long Fit von Divided ist das. Und das ist auch in der Größe M und hat 14,99 gekostet. Also für eure Männer, wenn ihr das wisst, dass eure Männer sowas tragen, gibt es aktuell bei H&M super, super tolle Shirts. Und weil wir in dem ganzen Stil natürlich treu bleiben wollen, hat er dann nochmal, wartet, ein ziemlich basic T-Shirt in einem dunklen Blau, auch Long Fit. Und unten ist es so ein Basketballstoff, der gelöchert ist. Also das ist so ein Zweiteiler eigentlich. Zumindest wirkt es wie ein Zweiteiler. Das war auch die Größe M und hat 12,99 gekostet und sitzt eben auch super lang, also über dem Po locker. Und ja, ich mag es total gerne, dass er das jetzt so trägt. Dann gab es ganz, jetzt kommen so schlichte Sachen. Auch Long-T-Shirts, eben ganz normal in Schwarz und wirklich super, super lang. Also es sieht für euch so aus, also wenn mein Freund so einen Schrank, das ist er natürlich nicht, erst recht zierlich und dadurch wirkt es wahrscheinlich für euch wie ein Zelt, aber es ist einfach nur so groß, weil es eben so lang ist. Und die Basics haben gekostet 7,99 € und die kann man super gut runtertragen unter Pullis, die eben etwas zu kurz geraten sind und dann passt das ganz toll. Und dasselbe hat er sich nochmal in Weiß geholt, auch, kostet auch 7,99 € und ist auch total basic, eben in Weiß. Hier, so. Also ihr seht ja, ihr seht ja meine Figur, also er ist nicht breiter als ich und auch, weil es so wirkt. So, genau, ganz schlicht Weiß. Das war es von dem, was er sich gekauft hat, aber wir waren ja eigentlich in der Stadt, um Geburtstagsgeschenke für meinen Sohn zu kaufen und für mich zu gucken, was ich mir wünsche, weil ich wusste nicht, was ich mir wünschen soll. Und ja, da waren wir dann bei New Era und haben diese super süße Cappy für meinen Sohn gekauft.
denn er liebt Cappies unheimlich und mein Freund ist New Era Fan und hat einige Cappies. Und mein Kleiner geht immer hin und nimmt sich seine und er hat zwar auch eine von H&M und die trägt er eben auch draußen und kann er runterschmeißen, das ist überhaupt nicht schlimm. Er wird ja wie gesagt 2 und mit 2 passen die super und es ist halt eine Flexfit, also die kann man schon einstellen. Hatte also auch sehr, sehr lange was davon und ja, wir haben dann hier sein M, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das M einsticken lassen für seinen Spitznamen, den wir für ihn haben und ja, das ist eine super schöne Cappy und ich freue mich total. Und die hat gekostet statt 28, oder wartet, war das 28? Ja, ich glaube 28 hat sie nur noch 18 gekostet und sie passte super zu seinen ganzen Outfits, die er hat und deswegen durfte die mit. Ja, voilà. Das war's jetzt sozusagen von dem Männerhaul, aka Kinderhaul. Ich hoffe, es war vielleicht irgendwie eine Anregung für euch oder ihr wisst, eure Freunde suchen so etwas, die eben längeren T-Shirts sind, dann könnt ihr gerne zu H&M gehen und auch New Yorker. New Yorker hat die auch. Und dann, ja, daher wünsche ich euch jetzt schon einen super schönen Tag. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich sehr gerne. Das ist natürlich kostenlos. Dann werdet ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpassen. So, genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.